Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Tag 7 meines One Weeks with me, follow me around. Heute, nicht wundern, ich habe ein Schildchen an. Erstmal ist es ein bisschen sehr frisch heute bei uns. Zweitens mit dem Rücken und ein bisschen so Nackenbereich. Ich habe mir irgendwie anscheinend wirklich einen Zug geholt gehabt. Deshalb muss ich das schön warm halten und das mache ich dementsprechend auch. Deshalb sehe ich aus wie im Winter. Wundert euch nicht, aber ich friere ja eh generell. Wir machen heute kompletten Entspannung-Wellness-Tag. Das heißt, Ruby muss heute nicht arbeiten, weil ich finde, er hat jetzt die Woche wirklich genug gearbeitet und da darf man auch mal einen Tag wirklich frei haben. Das heißt, er stand seine 3 Stunden jetzt schon auf der Koppel draußen. Wir gehen jetzt noch mal eine Runde ins Gelände spazieren. Dann gucken wir mal, ob die Halle noch frei ist, dass ich ihn wälzen lassen kann. Und dann machen wir ein bisschen Wellness. Also wir putzen ordentlich. Ich muss die Hufe mal unbedingt waschen, mal Schweifmähne schneiden. Das machen wir alles heute. Das steht so auf dem Programm. Also ein schönes Easy-Peasy-Programm. Und ganz am Ende werde ich dann euch natürlich noch die Fragen beantworten, die ihr unter den letzten Videos hattet. Das mache ich aber wahrscheinlich dann von zu Hause aus, weil das andere Video ist ja gerade erst online gekommen und ich denke, dass bis heute Abend noch mal einige Fragen kommen werden. Deshalb kommt das zum Schluss vom Video. Und ich kann auch auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass ihr euch nochmal freuen könnt, weil nämlich dann die Woche auf jeden Fall nochmal ein Outtake-Video kommen wird von der ganzen Woche, weil ich glaube, da sind ein paar lustige Szenen dabei gewesen, die ich euch natürlich nochmal zeigen will. Ja, aber in dem Sinne werden wir jetzt auch vorher gar nicht großartig putzen, sondern eigentlich gleich starten, weil, wie gesagt, ich den gerne danach nochmal wälzen lassen möchte und dann macht er sich ja eh dreckig. Und ja, er ist jetzt auch noch nicht so lange drin von der Koppel. Ist gerade sein Mittagsheu. Würde ich sagen, fangen wir an. Wenn es denn freiwillig kommen möchte. Das weiß es, glaube ich, noch nicht. Hase! Komm mal hier! Ja? Hi? Wir gehen raus? Nein. Ich muss ihn fragen. Geht's los? Warum ich übrigens einen Knotenhalfter beim Spazierengehen drauf habe, ist eigentlich auch eine relativ einfache Begründung, weil auch das im Prinzip für mich zur Bodenarbeit mitgehört einfach, ne? Weil er auch im Gelände neben mir laufen soll, also nach meinem Tempo und alles. Und wenn ich nichts tue, passiert halt genau das. Er schleicht sich irgendwann hinter mich und dann ziehe ich, weil er nicht vorankommen will. Und dafür habe ich dann halt mein Seil dabei, das finde ich dann ganz gut. Dann kann ich nämlich sagen, okay. Ja, genau. Mal zwischendrin mal aufmerksam machen, dass er auf mich reagieren muss. Und da sind jetzt Leute auf dem Platz. Kommen ganz viele Ponys. Na, auch sowas. An der Straße wird immer erstmal angehalten. Das hat er gelernt einfach irgendwann, damit ich wirklich in Ruhe um die Ecke gucken kann, ob nichts kommt. Auch wenn nichts kommt, wird trotzdem auch angehalten, dass das einfach Routine ist, dass an einer Straßenüberquerung angehalten wird. Das sind nur Ponys, das sind keine bösen Drachen. Ja, du hast es ganz schwer in deinem Leben. Du musst jetzt auch noch hier im Gelände rumlaufen. Wie dramatisch ist das denn, ne? Freiwillig bewegen wird überbewertet, gell? So, was haben wir gerade erzählt? Straße. Einmal rechts, einmal links gucken.
machen wir ein bisschen Wellness. Ein großer Schatz. Ein großes Engelchen. Kleiner Tipp, einfach zum einfachen Saubermachen der Hufe. Hufen waschen kennen wir ja alle. Wenn ihr ein Tupfen Shampoo mit drauf macht, ich habe hier so ein einfaches Babyshampoo, dann geht der Dreck dreimal so schnell weg wie ohne Shampoo, ist ja klar, weil ne, Dreck löst sich am besten mit Seife. Das einfach nur als kleiner Tipp nebenbei. Das weiße Bein wasche ich auch einfach ab und zu mal, damit es einfach schön sauber ist. Mache ich aber seltener, also das ist jetzt nicht, was ich wöchentlich oder so mache, sondern eigentlich nur, wenn es richtig eingesaut ist. Wir lassen die Hufe jetzt abtrocknen, in der Zeit putze ich ihn Ruby schön, bevor wir quasi mit dem letzten Finish noch einmal drüber gehen. So, und mein Last-Minute-Finish ist vom Blue Horse Care Hufschein, das habe ich mir mal im Internet bestellt, nachdem ich es bei der Dummy gesehen habe. Das ist nämlich total super, das ist total einfacher Hufglanz. Sollte man natürlich nicht so oft machen, nur für bestimmte Anlässe zum Beispiel, weil es im Prinzip wie Huflack ist. Aber ich zeige euch einmal, wie das aussieht. Im Prinzip ist das nur zum Sprühen. Und schon. Ist der Huf seidig glänzend. Das Ganze müssen wir einen kleinen Moment noch antrocknen lassen, bevor es in die Box geht. Dann bleibt das alles an den Hufen kleben. Aber damit bleiben die Hufe zumindest den ganzen Tag über sauber. Also es ist eigentlich optimal immer was fürs Turnier zum Beispiel. Mähne-Schweif schneiden spare ich mir jetzt heute. Sieht eigentlich halbwegs noch gut aus. Die Mähne muss zwar mal gemacht werden, die muss ich immer verziehen. Das mache ich jetzt in Ruhe mal. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach zum Trocknen der Hufe noch einen kleinen Moment in die Sonne und dann darf der Dicke erstmal wieder in seine Box. Hey! So, damit verabschiede ich mich zumindest hier schon mal aus dem Stall und ja. Genau, ihr müsst noch einen kleinen Moment dranbleiben, weil gleich kommt noch das Frage-Antwort-Special quasi zu der One Week. Und ich mache den Ruby jetzt fertig und dann fahren wir gleich erstmal nach Hause. So, meine Lieben, da sind wir nun bei der Frage-Antwort-Runde. Und zwar habe ich das auf heute Vormittag verschoben, also Montagvormittag. Ich habe mich jetzt bei Ruby auf die Koppel gesetzt. Jetzt hatte ich auch noch genug Zeit, heute früh mal eure Fragen durchzugehen und das ein bisschen, ja, mir aufzuteilen, was halt auch wirklich öfters kam. Und würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Faszinierenderweise haben einige festgestellt, dass ich natürlich verschiedene T-Shirts anhatte diese Woche, aber doch irgendwie alle mit einem Thema verbunden waren, nämlich Hardrock. Und zwar, ja, ich sammle total gerne Hardrock-Kaffee-Shirts und egal in welcher Stadt ich bin, wo es das gibt, muss ich immer ein T-Shirt mitnehmen. Und deshalb fand ich es eigentlich ganz lustig, weil ich dachte, mal gucken, wie lange es dauert, bis es auffällt, dass ich immer Hardrock-Kaffee-T-Shirts anhatte. Und es hat, glaube ich, ja, ich glaube, beim vierten Video haben es dann die ersten schon drunter geschrieben. Genau, also ich habe natürlich jede Menge davon. Das war jetzt einfach mal eine kleine Auswahl. Ich fand das einfach ganz lustig, das einfach so mal mit reinzunehmen. Und dann kam die Frage nach meinen Armbändern, auch des Öfteren. Und ihr habt die meisten genau richtig erkannt, dass das Armband hier quasi, das ist von Magic Tech. Und dann habe ich hier noch ein Armband an, das ist aus Rubis Schweifhahn. Das ist vom Juwelier Welz. Das hat mir mein Mann zum Geburtstag mal vor vielen Jahren geschenkt. Da setze ich euch einfach den Link dazu einmal in die Infobox. Eine schöne Frage war auch erstmal, wie unsere Reitanlage so ausgestattet ist und wie bei uns das Verhältnis zwischen Schul- und Privatreitern ist. Also unsere Anlage, wir haben drei Reithallen, eine kleinere, die ist 17x36 oder so, die nur für den Schulbetrieb genutzt wird, gerade so halt für die Anfängerstunden. Dann haben wir 20-40 Reithalle, eine 20-60 Reithalle, einen Longierzirkel, also eine Longierhalle und einen Springplatz draußen. Dann habt ihr bei dem Chaos-Boden-Arbeitsvideo kurz gesehen, da wird aber nicht so viel
von benutzt quasi von den Einstellern, also eher weniger. Und ja, unsere Koppeln, die Boxen, Paddockboxen, Innenboxen, Außenboxen. Haben wir sonst irgendwas noch? Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Das Verhältnis bei uns zwischen Schulreiter und Privatreiter ist eigentlich wirklich sehr gut, ist total interessant. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied bei uns, ob es jetzt jemand hat, also jemand dabei ist, der ein eigenes Pferd hat oder eben nur halt im Schulbetrieb reitet. Also wir haben auch Leute, die öfters die Woche bei uns im Schulbetrieb reiten, also nicht nur einmal die Woche. Und es würde wirklich behaupten, es ist ein wirklich sehr gutes Verhältnis zwischen uns Einstellern und den Schulreitern. Also da gibt es keinen Unterschied einfach. Eine weitere Frage war, wie lange ich so am Tag im Stall bin und wie lange ich wirklich mit dem Putzen brauche. Ich bin tatsächlich meistens 2 bis 3 Stunden am Stall, eher 3 Stunden als 2, weil ich einfach mir sehr viel Zeit nehme, was auch mit dem Putzen zu tun hat. Also wenn ich wirklich ausgiebig putze, dann putze ich wirklich schon meistens eine halbe Stunde. Ich genieße aber einfach, das halt auch einfach, wenn ich mit dem Ruby dann alleine bin auch gerade. Und dann ist das so mein Ritual. Ich komme da selbst sehr runter, ich kann abschalten. Und deshalb, wie gesagt, nehme ich mir einfach die Zeit. Deshalb dauert es auch dann gern mal länger, was aber für mich kein Problem ist. Dann kam auch ein paar Mal die Frage, wo ich meinen Sattel und meine Trense aufbewahre. Da haben wir natürlich eine eigene Sattelkammer für. Das habe ich jetzt nicht bei mir im Spind, weil ihr seht, das würde da auch gar nicht reinpassen, weil ich ja so einen anderen Spind habe. Aber wie gesagt, dafür haben wir die Sattelkammer, wo das untergebracht ist. Wiederum kam oft auch die Frage oder den Hinweis, ich soll doch das Halfter richtig zumachen. Also ihr habt natürlich recht, das ist eine blöde Angewohnheit von mir, dass ich das Halfter nicht richtig schließe. Also es ist in einer gewissen Hinsicht leichtsinnig, ja. Allerdings ist halt Ruby auch generell kein Pferd, der versucht, sich irgendwie aus dem Halfter rauszuziehen oder sonstiges. Deshalb bin ich da sehr entspannt, was das angeht. Gefährlich ist es definitiv nicht, weil ich den Karabiner halt nicht an der Seite einhake, sondern ich hake ihn unten ein. Also das heißt, selbst wenn das Pferd sich schüttelt, kann sich das Karabiner nicht irgendwie umherschlagen und ins Auge schlagen. Also das ist gefährlich in der Hinsicht nicht. Aber ihr habt recht, korrekt ist es natürlich definitiv auch nicht. Dann kam auch ein paar Mal die Frage, woher die Gamaschen denn sind, die Ruby in den Videos drauf hatte. Also die sind von Rider Steel, die werden jetzt auch bald nochmal in den Deal kommen, weil wie ihr gesehen habt, gibt es jetzt auch in ganz coolen Farben. Und ich hatte ja schon mal gesagt gehabt, auch in einem anderen Video, dass ich auch die schon länger benutze, also schon seit über ein Jahr jetzt. Und wirklich super happy bin, was Qualität und Preis-Leistung einfach angeht. Einige wollten wissen, das fand ich eigentlich ganz lustig, wie viele Knotenhalfter ich habe. Also ich habe 4. Ich habe ein schwarzes, ich habe das pinke, ich habe das grüne und ich habe noch ein altes, mein erstes, das ist ein braunes mit so hellblauen Tupfen, glaube ich. Wobei, das ist qualitativ nicht so gut. Da komme ich auch wiederum zu der Frage, wo ich denn die Knotenhalfter her habe. Die beziehe ich eigentlich immer über die Anja von der Leckerli-Fabrik, bei der ich auch die Bodenarbeitskurse gemacht habe. Die sind von, ja, Rohkamp. Heißt das, glaube ich? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Also, ich verlinke euch auf jeden Fall einfach mal den Shop von der Anja unten. Da kaufe ich immer mein ganzes Zeug, was Bodenarbeit betrifft. Eine interessante Frage war auch, warum ich denn eigentlich immer Handschuhe bei meiner täglichen Arbeit trage. Also, ich trage natürlich nicht dauerhaft im Stall Handschuhe, sondern ich trage dann immer Handschuhe, wenn ich halt, natürlich außerhalb vom Reiten, ein Seil in der Hand habe. Das heißt einfach, wenn ich Bodenarbeit mache, habe ich Handschuhe an. Und beim Laufen lassen, ja, habe ich es vorher einfach an mit dem Schritt führen, wenn ich also länger Schritt führe. Nicht immer, da nicht immer, aber bei der Bodenarbeit definitiv, weil einfach, wer schon mal der Strick durch die Hand gezogen wurde, der weiß, wie sau unangenehm das ist und wie scheiße weh das tun kann. Und deshalb Safety First und ich ziehe deshalb daher da Handschuhe an. So, und weil ich jetzt schon ein bisschen zu lange gebabbelt habe und auch ein bisschen spät war, ist jetzt Koppel-Switch-Zeit, das heißt, Ruby geht jetzt gerade rein und wir wechseln jetzt einfach mal auf Rubys Paddock, würde ich sagen. So, jetzt habe ich mir auch mein Jäckchen wieder angezogen, weil hier im Schatten wird es dann doch wieder frisch. Eine weitere Frage war, was ich mit Ruby vorhabe, wenn er endgültig in Rente geht, ob er dann auf eine Koppel rauskommt oder was ich plane. Also Fakt ist einfach definitiv, dass Ruby ja aus der gesundheitlichen Gründen nicht den ganzen Tag irgendwo auf Koppel stehen darf, sondern dass er nur seine 3 Stunden, könntest du aufhören, mich mit Heu zu bewerfen? Nur seine 3 Stunden, die er halt hier auch draußen steht, auch raus darf. Anders geht das leider nicht, weil alles andere ist halt einfach schädlich für ihn. Und ich bin ja froh, dass wir die 3 Stunden überhaupt mittlerweile hinbekommen. Ja, das heißt, also für Ruby wird das nichts großartig anders sein. Also da wird vielleicht irgendwann halt nur noch mal weniger geritten oder irgendwann mal gar nicht mehr geritten, aber
Er wird seine Box hier und sein Leben hier nicht verlassen. Also das habe ich ihm auch versprochen, weil wir sind ja vor 2 Jahren jetzt fast genau umgezogen nochmal, nachdem er ja 10 Jahre in einem Stall stand. Und das war auch schon ein bisschen Stress für ihn. Und deshalb, er fühlt sich hier wirklich sehr wohl und deshalb sehe ich keinen Grund, warum ich daran irgendwie was ändern sollte. Welche Tricks kann Ruby und kannst du die mal zeigen? Da muss ich euch leider enttäuschen, denn Ruby kann außer dem wunderbaren spanischen Schritt, den ihr bei der Chaosbodenarbeit vielleicht gesehen habt, kann er nichts. Nein, Ruby ist kein Pferd, welches irgendwelche Zirkuslektionen oder sowas beherrscht und das war halt auch irgendwie nie eine Prämisse und er war irgendwie, keine Ahnung, er ist einfach nicht, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen aggressiv genug, aber ja, munter genug und elanmäßig genug, dass er da das auch mitmacht und Bock hat. Also ich bin froh, dass wir mittlerweile mit der Bodenarbeit das halbwegs in den Griff bekommen, also auch mit der feinen Kommunikation untereinander. Aber sowas wie Zirkuslektionen, keine Ahnung, also das würde ich mich auch nicht trauen, da irgendwie selbst irgendwas versuchen beizubringen, weil da habe ich keine Ahnung von und ich denke, da kann man einfach auch viel falsch machen. Deshalb stand das noch nicht bei uns auf dem Lehrplan. Ob ich anderen Leuten auch Unterricht gebe? Ja, ich gebe auch anderen Leuten Unterricht, also nicht nur meiner Reitbeteiligung oder anderen Leuten, die ich kenne, sondern ich gebe ganz normal Reitstunden, das ist richtig. Eine weitere Frage, die häufiger kam, ich glaube gerade von Leuten, die neu bei uns jetzt auf dem Kanal sind, da freut mich natürlich immer sehr, neue Leute auch bei uns begrüßen zu dürfen und die eben halt uns noch nicht so gut kennen, was ja auch kein Problem ist, nach Rubys Krankheit. Cushing, wie man es auch immer nennen mag, ich nenne es Cushing. Was das denn genau ist, also Cushing ist eine Stoffwechselkrankheit, die sich ja auf verschiedene Weisen äußert. Ich habe dazu mal ein ausführliches Video gemacht, gerade nachdem bei Ruby diese Krankheit diagnostiziert wurde. Ich blende euch mal einmal oben ein. Es ist ein älteres Video, ja, es ist auch qualitativ vielleicht nicht ganz so, wie jetzt zum Beispiel die Videos jetzt die Woche waren, aber es ist halt informativ und ich glaube, das klärt sehr gut über diese Krankheit auf und was das genau ist, was die bewirkt, was wir darauf achten müssen, wie sonst was. Wo gehst du denn hin? Drehst mir dein Bobbes zu? Geh dann an vor der Druck. Ja, ich sage ja, ordentliches Pferd. Erst wird Raufutter gegessen, dann wird Kraftfutter gegessen. Gut erzogen. Ihr wolltet dann auch wissen, wo ich zum Beispiel meinen Hanfschrot kaufe oder die gesunden Leckerlis, also die gepressten Kräuterpellets. Das verlinke ich euch mal in der Infobox, stelle ich euch einfach mal mit rein, wo ich das immer beziehe. Ebenso verlinke ich euch auch mal die CBD-Öltropfen da unten drin, weil da gibt es nämlich so eine Liste, wofür die alles gut sind. Also wie gesagt, stelle ich euch den Link einfach auch mal rein. Lest es euch am besten selber durch, weil das ist einfacher, als wenn ich es euch jetzt irgendwie einfach runterrate. Dann wurde ich gefragt mit der besonderen Fütterung, alles gut und schön, aber ob ich es damit nicht ein bisschen übertreibe. Weil es gibt ja auch Cushing-Pferde, die stehen ja auch 24 Stunden auf Koppel und die kriegen ja trotzdem auch ihren Hafer oder ihr normales Futter. Das mag alles gut und schön sein, das kann ja auch sein und da geht ja auch jeder anders mit um. Ich denke es einfach immer, es kommt einfach auf das Pferd drauf an, wie ist die Krankheit diagnostiziert worden, was gab es für Symptome und wie hoch war besonders der Wert. Ja, also Ruby hatte ja, da kommt ja gerade wieder der Schatzele, Ruby hatte einen sehr hohen ACTH-Wert, also ein regulärer Wert wäre, was ich 20 damals zu der Zeit gewesen, wo wir das erste Mal testen lassen haben. Und er hatte einen 350er-Wert, was einfach abnormal hoch war. Und dementsprechend mussten halt einfach auch drastische Maßnahmen her. Und deshalb auch die komplette Umstellung von der Fütterung, meine Zusatzmittelchen und was weiß ich was. Ja, mag sein, dass ich das vielleicht ein bisschen übertreibe, aber ich möchte halt einfach, dass es dem Pferd gut geht, dass er gut aussieht, dass er gesund ist. Und so wie es jetzt aktuell ist, funktioniert es sehr gut. Und daher würde ich jetzt auch an meinem Konzept gerade absolut nichts ändern wollen. Nach welchen Kriterien ich meine Reitbeteiligung ausgesucht habe, ist eigentlich ganz einfach. Erstmal hatte ich das Glück, dass ich meine Reitbeteiligung vorher schon kannte. Und ich weiß, dass sie super zuverlässig ist, dass sie toll mit den Pferden umgeht, dass sie nichts irgendwie ausprobiert, dass sie eher übervorsichtig ist, dass sie alles mit mir abspricht. Und das waren eigentlich auch meine Wunschkriterien, die meine liebe Nina voll und ganz erfüllt und ich einfach selbst so einen Spaß dran habe, dass sie so einen Spaß dran hat mit Ruby. Und das finde ich halt auch immer die Hauptsache, dass man einfach merkt, dass die Reitbeteiligung oder die Person, die dein Pferd auch immer, wie auch immer reitet, dass die auch wirklich Spaß dran hat. Und
Wir kommunizieren auch sehr viel in der Hinsicht so, ja, heute war so, war die Woche auch so, ja, okay, was können wir machen oder was hast du, oder was ich, wenn sie mal geritten ist und ich sage, boah, jetzt lief er super, was hast du denn anders gemacht oder so. Also wir versuchen uns da auch immer so ein bisschen abzusprechen und ja, unsere Konzepte aufeinander aufzubauen. Also deshalb, ja, ich bin so happy mit ihr. Und daraufhin kann ich auch noch sagen, weil auch einige gefragt haben, ob ich nicht ein Video mit meiner Reitbeteiligung machen kann. Nein, weil was ich auch völlig verstehen kann und respektiere, ich habe hier gleich irgendwann Heu noch über den Kopf, ist, dass meine Reitbeteiligung nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte und nicht im Internet zu sehen sein möchte. Kann ich respektieren, ist aber überhaupt kein Problem. So Leute gibt es natürlich auch und daher werdet ihr leider so etwas nie zu Gesicht bekommen. Und die Frage auch noch zum Thema Reitbeteiligung war, warum ich überhaupt in den Stall gehe, wenn ich doch eine Reitbeteiligung habe. Ja, also das hat einfach mehrere Gründe. Erstmal bin ich super gerne im Stall. Ich liebe es, im Stall zu sein. Das ist einfach mein zweites Zuhause. Eigentlich ist es mein Zuhause, kann man dazu sagen. Und ich bin natürlich froh, wenn einmal die Woche quasi jemand anders auch einfach sich um die Bewegung vom Pferd kümmert, dass ich diesen Druck in Anführungszeichen weg habe und somit einfach auch in den Stall gehen kann und quasi machen kann, was ich will. Und wenn ich ja einfach auch sage, ich sitze einfach hier rum und hole das Pferd nicht nochmal raus, ist das auch nicht schlimm, weil ich weiß, das Pferd ist bewegt. Dazu muss man halt auch noch sagen, dass ich halt einfach auch nur 5 Minuten vom Stall weg wohne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine riesen Weltreise habe. Und ja, für mich ist Stalltime Quality Time und das ist einfach mein Ausgleich zum Alltag und das ist mir sehr wichtig. Und da bin ich auch natürlich super gerne im Stall, auch wenn ich nicht an dem Tag mein Pferd bewegen muss. Eine interessante Frage war auch, die kam zwar nur einmal, aber ich fand sie trotzdem sehr interessant, was ich davon halte, wenn ältere Pferde, also über 20-Jährige, noch auf Turnieren laufen. Also sei es jetzt A-Dressur, A-Springen oder was auch immer. Ich finde das deshalb sehr interessant, weil ich finde das eigentlich gut, weil wenn die Pferde natürlich noch fit sind, warum nicht? Also ich sehe es jetzt an Ruby. Ruby ist ja mit 19 noch im Sport gelaufen und er hatte mit 19 noch einen super tolle Phase, also er hatte richtig gute Ergebnisse ja zum Schluss nochmal auch erzielt. Also die besten Ergebnisse überhaupt, glaube ich, die wir jeweils hatten, waren in den letzten 3 Turnieren mit seinen fast 20 Jahren. Und wenn uns diese scheißblöde Krankheit nicht dazwischen gegangen wäre, war auch mein Plan zum Beispiel, Ruby mit 20 noch auf Turnier zu reiten und ihn dann quasi nur noch auf ausgewählten Turnieren vorzustellen und dann quasi Ende des Jahres, dann wenn er hätte 20 geworden wäre, aus dem Sport zu verabschieden. Das war natürlich jetzt bei uns leider anders, aber ich habe auch schon auf dem Turnier, da bin ich in Freudenberg Inter 1 geritten, ist eine mit mir in der Prüfung geritten, die hat auch eine 21-jährige Stute geritten in der Inter 1. Und mit der habe ich mich auch unterhalten, weil ich das super interessant fand. Und die sagte auch, mein Pferd ist halt eben kein Pferd, das man abstellen kann. Die will arbeiten, die will schaffen. Und solange sie das noch macht, solange sie das alles gut macht und mit Freude macht, warum nicht? Und das sehe ich genauso. Ich denke, dass unsere Pferde uns irgendwann schon zeigen, wenn sie ja nicht mehr können, das ist das eine, das müssen wir merken, aber wenn sie nicht mehr wollen. Ich glaube, dafür sind alle Pferde charakterlich so stark, dass sie uns definitiv aufzeigen, wenn sie keinen Bock mehr auf irgendwas haben. Und das, denke ich, auch wird bei Ruby irgendwann der Fall sein. Bei Ruby ist einfach, ich merke ja, ob er mitarbeitet beim Reiten oder ob er eben nicht mehr mitarbeitet. Ja, und wenn er dann die Phase irgendwann mal einsetzt, wo er einfach definitiv komplett nicht mehr mitarbeiten will, ja, dann werde ich mir auch überlegen, dass ich natürlich das Reiten runterschrauben werde. Und auch wenn er im Video nicht vorkam, kamen trotzdem ein paar Fragen nach Q, wie es ihm nämlich geht. Und Q geht es soweit sehr gut. Der, wie gesagt, steht ja auf seiner Koppel rum und gedeiht und wächst hoffentlich nicht so viel. Und wir waren ja das letzte Mal, als wir besuchen waren, hatte ich ja auch ein Video eingestellt von da, wo sie diese Hengstspielchen gemacht haben, wo sie gespielt haben miteinander. Also dem geht es Gott sei Dank echt sehr gut. Die Frage, die aber dafür öfters kam, war, ob Q dann auch in den gleichen Stall kommen soll wie Ruby. Also so ist es geplant. Ich habe schon den Plan, dass beide zusammen in einem Stall stehen, weil das ist natürlich für mich auch einfacher. Ja. Und eine Frage war noch zu Q, genau, ob der Dressur oder Springen betont gezogen ist. Das ist eine gute Frage. Nein, also er ist auf den ersten Blick total dressurbetont gezogen. Wenn man sich aber das Papier mal genauer anguckt, merkt man, dass er eigentlich sehr viel Springblut auch drin hat. Also wenn man sich die Eltern anhört, also das Quarterback, mal Lord Loxley, mal Rubinstein, denkt man, oh, klassisches Dressurpferd. Guckt man sich aber dann das Papier an mit Quattro B, Landgraf, Pilot, Furioso, Zeus und wie sie alle heißen, denkt man, verdammt, der hat auch ganz schön viel Springblut drin. Also daher würde ich sagen, er ist einfach auf beide Linien hin gezüchtet und mal gucken. Wir wissen ja immer noch nicht, was raus wird. Wir lassen uns da ja in der Hinsicht überraschen.
Das waren eigentlich alles so Fragen, die relativ häufig irgendwie mal vorkamen. Und seid mir nicht böse, wenn ich vielleicht doch nochmal irgendwo eine Frage übersehen habe oder sonstiges. Ich werde mir auch nochmal die Mühe machen, nochmal alle Kommentare unter den Videos durchgehen und versuchen nochmal das, was ich jetzt irgendwie in irgendeinem Video nicht beantwortet habe, nochmal zu beantworten. Weil, das wird aber einen Moment dauern, weil das ja unheimlich viele Kommentare waren und ich einfach ein bisschen Zeit dafür brauche, aber das werdet ihr sicherlich verstehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für 7 Tage Videos mit euch oder für euch. Es hat echt Spaß gemacht, es hat super viel Spaß gemacht. Trotzdem bin ich jetzt auch mal froh, wenn ich jetzt mal 2 Tage keine Kamera in der Hand haben muss, 2, 3, 4, 5 Tage lang. Aber ich hoffe, besonders euch hat es gefallen und ich fand es eigentlich eine sehr coole Resonanz. Und ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal interessant, sowas im Winter nochmal zu machen, so zur Winterarbeit, wie wir unsere Winterarbeit zum Beispiel gestalten und so. Und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, und sage dann bis zum nächsten Video irgendwann. Ciao, meine Lieben!